Ja, Laura und ich kannten uns ja vorher schon und deshalb war das spannend, jetzt mal so Liebespaar zusammen zu spielen. Aber das war gut, weil es immer schön ist, wenn man den anderen noch irgendwie mag und die Chemie stimmt. Also man musste halt nur immer ab und zu so ein bisschen rumswitchen, glaube ich, oder umswitchen, wenn es dann drauf ankam, wenn man dann natürlich glaubhaft vermitteln muss oder spielen will, dass man verliebt ist und gerade eben aber noch irgendwie so buddymäßig rumgeflaxt hat, dann wird es manchmal schwierig, aber das haben wir gut hinbekommen. Das Einzige, was ich hier echt vorwerfen kann, ist, dass sie immer diese Kräuterzigaretten geraucht hat von der Ausstattung im Auto. Die waren furchtbar. Ansonsten ist sie ein wunderbarer und wunderschöner Mensch.